Herzlich willkommen in Sophias veganer Welt. Wir kochen heute wieder traditionell bayerisch Brezenknödel mit Rahmschwammerl und dazu habe ich mir Milena an den Herd geholt. Milena, ihres Zeichens Chefin von Original Unverpackt und macht noch ganz viele andere tolle Sachen und ich freue mich sehr aufs gemeinsame Kochen. Ich auch. Für die Brezenknödel mit Rahmschwammerl benötigen wir altbackene Brezen, Schwammerl, zum Beispiel Champignons, Petersilie, Mandelmilch, Zwiebel, Knoblauch, Muskatnuss, Sojamehl und etwas Weißwein. Um uns den Knödelteig herzustellen, brauchen wir eine lauwarme Pflanzenmilch, in dem Fall hoppla. Multitasking. In dem Fall nehme ich Sojamilch und die machen wir uns ein bisschen warm. Und netterweise hat Milena altbackene Brezen mitgebracht. Und da machen wir jetzt Knödel draus. Jawohl. Soderli, bräuchten jetzt die Brezen in so feinen Streifen. Okay, schau, das krieg ich hin, glaube ich. Genau, einfach mit dem guten Messer. So? Genau, einfach so relativ, dass die sich nachher schön zerknüllen lassen. Ich mache hier schon mal für die Pilzrahmen. Müssen auch wie so ein Finger, guck mal, von der Breite und der Farbe. Ja. Ja, magst du ein bisschen was kurz mal erzählen, was eigentlich mit Original Unverpackt so auf sich hat für die Menschen da draußen, die es noch nicht mitbekommen haben? Es gibt Menschen da draußen, die es nicht mitbekommen haben. Wenige wahrscheinlich. Und zwar, wir haben vor anderthalb Jahren hier in Kreuzberg um die Ecke einen Laden aufgemacht, der heißt Original Unverpackt und da kann man einkaufen, die Brezel zum Beispiel, aber wenn ihr sie kauft, geben wir euch keine Papiertüte mit, sondern wir sagen, hier auf die Hand. Und wenn ihr zum Beispiel Champignons oder Zwiebeln oder Reis kauft, was ihr wollt, gibt es das immer unverpackt. Ja. So viel man mag. Ja. Und man kauft natürlich auch so viel bewusster ein, ne? Weil man sich dann dreimal überlegt, wenn man irgendwie ein Kilo Gläser tragen muss. So, habe ich jetzt noch irgendwie Mehl zu Hause oder brauche ich eins oder so? Man plant halt tatsächlich, kauft weniger spontan, spart dadurch Geld und man spart Geld, weil unsere Preise billiger sind. Also wir sind billiger als andere Bioläden. Ja. Das denkt man sich immer gar nicht. Man denkt, oh, nachhaltig, das muss teurer sein. Ja. Aber das ist gar nicht der Fall. Ziemlich cool. Mhm. Ja, sehr. Ist das klein genug? Ja, hier würde ich noch so ein bisschen. Siehst du mal? Genau, ich schütte das hier schon mal drauf. Schwuppdiwuppdiwupp. Dann lassen wir das ja, mal kurz. Aber lecker sieht anders aus. Ja, gut, das kommt schon noch. Hier ein bisschen Salz. Ah, okay. Genau, und dann lassen wir es einfach so. Genau, alles rein damit. Magst du noch mal schön reinsauen? Genau. Sieht geil an. Juhu! So, die Brezen sind jetzt so richtig schön durchgematscht. Wir haben die jetzt so ein paar Minuten ziehen lassen. Und genau, du darfst die ehrenvolle Aufgabe des Knetens übernehmen. Und ich schmeiß da einfach noch alles Mögliche mit rein. Zum Beispiel Sojamehl statt Ei. Hinein damit. Was macht das, also dieses Sojamehl? Warum das macht einfach das bindet einfach. Das macht diese Klebrigkeit, die man jetzt sonst vorsicht. Warte, geht's so? Ein bisschen mit Eiern, dann machen wir ein bisschen Muskat natürlich noch mit rein. Und Salz hatten wir schon, dann machen wir noch ein bisschen Pfeffer mit rein. Ich bin deine natürliche Knetmaschine. Ja, du machst es super. Ja, sowas gibt eine Knödelknetmaschine, gibt es glaube ich noch nicht. Ich mag es gerne. Das ist auch wichtig in dieser digitalisierten Welt, dass man auch mal was knetet. Ich mache hier einfach nur mit der Schere ein bisschen frische Petersilie rein. Du Teig, dir gebe ich's. Was ich beim Autofahren nicht rauslasse oder beim Fahrradfahren, kann ich denn hier machen? Besser in der Küche. So, schau mal, und dann kann man hier so. Oh. Do it. Oh, es riecht vor allem geil. Ich hätte jetzt schon Lust reinzubeißen. Ja. Jo, wir braten uns jetzt. Wir machen jetzt hier Rahmschwammerl sozusagen. Da brauchen wir ein bisschen Öl. Genau, und dann haben wir jetzt hier. Ich habe noch ein bisschen Knoblauch auch dazu geschnitten. Und Zwiebeln und Pilze. Und das braten wir kurz an. Und dann ja, habe ich mir noch ein Gläschen Weißwein. Oh, für mich? Da, ja, genau, koste mal, der ist sehr lecker. Ein grüner Veltliner. Vielleicht nicht ganz gut gekühlt, aber. Lernen wir dann in den Rest der Flasche gleich? Oder? Können wir machen. Ich finde, wie gesagt, echt gegen Lebensmittelverschwendung. Ich muss das knallhart durchziehen. Zusätzlich kommt noch Mandelmilch mit rein. Und die habe ich selber gemacht. Da gibt es ja auf meinem Channel ein Video, wie man die ganz, ganz leicht selber machen kann. Genau, ich glaube, das ist schon heiß. Rein. Noch nicht ganz heiß. Genau. Lassen wir das ein bisschen anbraten. Ich hole uns mal ein Glas Wein. Auf uns. Auf die neuen, auf der. Auf den neuen Trend, auf den neuen geilen Scheiß. Auf den Wein. Okay.
Liebe Milena, ich würde dich jetzt feierlich bitten darum, diese Pilze mit dem Wein abzulöschen. Für dich alle. Lösch mal. Wow. Rein damit. Yay. Der Alkohol, das verkocht sich ja alles, ne? Und da ist jetzt das Wichtigste, bei der Mandelmilch habe ich so die Erfahrung gemacht, dass es einfach nicht zu heiß sein sollte, weil sonst gerinnt die so ein bisschen und wir wollen ja, dass es eine schöne Cremigkeit ergibt. Ich nehme es jetzt einfach mal vom Herd und dann lassen wir es einfach so auf halbhoher, mittlerer Temperatur so ein bisschen einköcheln, ein paar Minuten. Man sieht jetzt, die Pilzsoße ist jetzt echt schon lecker eingedickt, ne? Genau, das Wasser für die Knödel ist auch so weit, so gut. Und die müssen jetzt da rein und müssen jetzt da, vielleicht noch ein bisschen, genau, bisschen Salz noch, bin schon besoffen, bisschen Salz noch mit rein. Hier haben wir auch noch nicht, hier kommt noch ein bisschen Pfeffer mit rein. Nee, stimmt, Gewürze haben wir noch gar nicht. Oh ja, ich liebe Pfeffer. Es gibt nicht zu viel Pfeffer. Ist das zu viel? Und dann würde ich sagen, können wir hier schon die Pilzfreunde, Knödelfreunde, bla bla bla. Jetzt baden wir die kleinen Knödelchen. Genau, jetzt baden wir die kleinen Knödelchen. Und dann bleiben die ungefähr so 8 Minuten maximal. Also die brauchen ja eigentlich nicht wahnsinnig lang. Ist ja so ums Warm werden. Genau, und wichtig ist eben nur, dass das Wasser wirklich nur so zieht, dass das nicht kocht. Deshalb machen wir es ein bisschen weiter runter. Die Knödel schwimmen jetzt schon ganz oben. Sieht gut aus. Und deshalb nehmen wir diesen Spaghetti-Gabel und legen die damit auf den Teller. Der kleine ist deiner, aber vielleicht magst du ja doch noch einen zweiten. Na, ne? Dann machen wir hier einfach ein bisschen schön warm Schwammerl dazu. Ein bisschen Petersilie für den Farbnuance. Und dann würde ich sagen, wir hauen gleich rein, ne? Mhm. Zack, zack. Ha, bist du auch so stolz wie ich? Hungrig und stolz. Ja, die sind schön geworden. Danke schön, kleinen Babys. Dankeschön, Milena. Dankeschön fürs Kochen. Und ja, viel Spaß beim Nachkochen. Wir wünschen euch und uns schon mal guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch Anregungen oder Fragen zu meinen Themen oder meinen Videos habt, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar. Ich bin gespannt auf eure Meinung.